Hallo bei Bildner TV. Fast jeder, der schon mal im Internet eingekauft hat, hat auch bei Amazon eingekauft. Wie ihr die dort hinterlegten Kundendaten für euren eigenen Online-Shop nutzt und damit eure Kunden über Amazon bezahlen lassen könnt, das seht ihr in diesem Video. Hallo bei Bildner TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. In unserem heutigen Video geht es um das Thema Zahlungssysteme, und zwar ein Zahlungssystem, das sehr interessant für euch sein könnte, ist das Zahlungssystem Amazon Pay oder Amazon Pay, je nachdem, wie man es ausspricht. Ja, ich habe es schon im Intro erwähnt, Amazon Pay hat ja eine riesige Datenbasis. Das ist das Zahlungssystem von Online-Shop Amazon. Und wie ihr dieses Zahlungssystem oder diese Datenbasis für euren Shop nutzen könnt, das erklärt euch heute unser Dozent und E-Commerce-Spezialist Bernd Schmidt. Hallo Bernd. Hallo Christian. Ja, Bernd, Amazon Pay ist ja sehr bekannt, beziehungsweise Amazon ist sehr bekannt. Fast jeder hat schon mal dort eingekauft, hat dort seine Kundendaten hinterlegt, sprich seine Bankverbindung, seine Adressen, seine Rechnungsadresse, seine Versandadresse und alles, was dazugehört. Und diesen Datenschatz wollen wir heute für uns nutzen. Notgedrungen. Ich fange mal so grob an, erstmal über Amazon zu sprechen. Es gibt ja keiner zu, dass er immer nur über Amazon kauft. Und wir als Händler haben wir da durchaus ein ambivalentes Verhältnis zu unserem Online-Riesen. Wir wollen ja selber Umsätze machen. Und da kann man schon sagen, ist Amazon nicht der Böse? Und sollten wir uns dann nicht irgendwie sagen, wir gehen hier kontra zu Amazon, machen unser eigenes Business auf? Da gibt es eben verschiedene Ansichten. Meine Meinung ist, wir sollten von den ganzen Amazon-Services, die es so gibt, das herauspicken, was uns irgendwie nützt und wo wir auch so ein bisschen nicht dran vorbeikommen. Also einfach mal so ein relaxtes Verhältnis zum großen Konkurrenten. Es gibt auch so ein Sprichwort irgendwie: Wenn du jemanden nicht besiegen kannst, dann umarme ihn. Weißt du, Napoleon oder Sun Tzu oder irgendjemand hat das gesagt. Und das ist, glaube ich, so eine ganz gute Art und Weise, so mit Amazon umzugehen. Also du meinst, es ist nicht schädlich, Amazon auf seine Webseite zu integrieren? Nicht, nein, also man muss ja nicht alles machen, weil dann bin ich auf dem Amazon Marketplace, verkaufe da und jetzt mal so, jetzt mit diesem Amazon Integration, es kommt darauf an, was man macht. Also Amazon Pay ist ja ein Dienst, wo ich nur die Zahlung über Amazon abwickle, Okay. aber ansonsten sehr viel Kontrolle auf meinem eigenen Shop habe. Beispiel Versand. Wenn ich jetzt beim Amazon Marketplace verkaufen möchte, irgendwann ins Versandpaket was reinlegen, dann muss ich erst was durchlesen, wie das funktioniert und was da geht. Wenn ich jetzt sage, ich verkaufe im eigenen Shop und wickle nur die Zahlung bei Amazon Pay ab, dann kann ich sagen, Mensch, das ist ein sympathischer Kunde, da lege ich jetzt mal drei Postkarten und zwei Aufkleber rein, die passen zu dem, was er gekauft hat. Das ist alles viel unkomplizierter. Okay. Also da muss man eben abwägen, was ist besser, Amazon Marketplace oder Amazon Pay. Also solche Sachen immer so ein bisschen gut Wobei durchkalkulieren man ja auch. beides machen kann. Oder? Man kann zum einen mit seinen Produkten auf Marketplace präsentiert sein und dort Genau. verkaufen, aber auch gleichzeitig in seinem eigenen Webshop, in seinem, auf seiner Ja. Internetseite Amazon Pay als Zahlungssystem einbinden. Genau, ja. Also das wäre so auch so ein relaxter Umgang mit Amazon, Geht das ja. denn mit jedem Online-Shop? Da gibt es so eine Reihenfolge, die man so ein bisschen anschauen sollte, was es so gibt, bevor man jetzt sagt, ich mache unbedingt Amazon Pay, muss man sich erstmal so ein bisschen vorinformieren. Also nicht gleich loslegen, sondern mal so gucken, was bringt mir das. Vorher würde ich noch was erzählen, was eigentlich der Vorteil ist von diesem ganzen Amazon Pay-Prinzip. Und zwar, du hattest es ja im Intro schon gesagt, das sind so die bei Amazon hinterlegten Daten. Und zwar der Kunde, der jetzt bei Amazon eingekauft hat. Und es hat einfach, also Amazon ist einfach das Einwohnermeldeamt des Internets und da haben schon 99% aller Kunden eingekauft. Also da müssen wir uns nicht irgendwie selbst belügen. So. Ja, vermutlich. Ja, und jetzt hat eben Amazon hier die Daten hinterlegt und zwar einerseits die Zahlungsdaten und andererseits die Versanddaten. Also jemand, der jetzt über Amazon kauft, der loggt sich da ein und muss hier nichts neu eingeben. Der sagt, ich klicke die Ware in den Korb, schickt das ab und die Daten sind dann eben einmal hinterlegt. Wenn ich jetzt meine Zahlung in meinem Online-Shop, den ich vielleicht mit Shopify oder mit WooCommerce oder mit einem anderen System erstellt habe, wenn ich jetzt da Amazon Pay integriere, dann muss der Kunde in meinem Shop nichts mehr neu eingeben, sondern dann greift Amazon Pay eben auf die Daten zurück, die bei Amazon hinterlegt sind. Das heißt, ich muss auch die Versanddaten nicht mehr hinterlegen, also die Versandadresse. Richtig. Also sowohl die Zahlungsdaten wie auch die Versanddaten werden dann von Amazon Pay direkt übertragen und das,
gerade für den Kunden wichtig, der mobil einkauft. Machen ja immer mehr. Also ich sitze mit dem Handy im Café und dann muss ich irgendwie nochmal meine mühsam die Postleitzahl eintippen und die Hausnummer 235B, zweiter Stock, Hinterhof. Das wird dann alles direkt von Amazon Pay abgerufen und ich komme dann mit dem Kunden doch ein ganzes Stück weit entgegen. Das ist ja super bequem für die Kunden. Ja. Sie brauchen im Prinzip nur ihre E-Mail-Adresse, die sie bei Amazon schon hinterlegt haben, und das Passwort von Amazon. Ja. Und mit diesen beiden Merkmalen können die bei uns einkaufen. Genau, ja. Wobei man jetzt eben sagen muss, ich muss mich jetzt auch für dieses Amazon-Verfahren so ein bisschen bewerben. Ich kann also nicht sofort loslegen, sondern hier hat man noch einen anderen Vorteil, hätte ich jetzt fast vergessen, die Senkung der Warenkorbabbrecherquote. Ne? Also kommt ja leider im Online-Shop oft vor, dass jemand sagt, ich kaufe da schön ein und dann an der Zahlungsartenauswahl scheitere ich. Wenn der Kunde also sagt, ich erwarte jetzt Amazon Pay als Zahlungsart und er findet es nicht, dann verlässt er den Warenkorb und schließt den Kauf. Es ist einfach eine Auswahl mehr, die man zur Verfügung hat, ein Angebot mehr, das man wahrnehmen kann. Er muss es ja nicht nutzen, aber wenn er sagt, nee, also habe ich schon ein Konto bei Amazon, bevor ich jetzt irgendwie meine Kreditkartendaten rauskrame, nehme ich das. Und das funktioniert dann. Genau. Ja. Jetzt nochmal dann zum Verfahren. Also bevor ich jetzt dieses Amazon Pay als Händler einrichte, ganz wichtig erstmal so mein Shopsystem überprüfen. Wir haben ja so in den letzten Folgen über PayPal gesprochen. Also PayPal ist sehr einfach einzurichten. Es gibt also kaum ein Shopsystem, das sagt, wir arbeiten ohne PayPal. Mhm. Bei Amazon ist es etwas komplizierter. Also nicht jedes Shopsystem arbeitet jetzt völlig problemlos mit Amazon Pay zusammen. Da muss ich mich also ein bisschen informieren. Wenn ich aber sehe, das funktioniert, dann geht es weiter auf der Website pay.amazon.de. Das ist also so das Portal für Händler, die jetzt einen Amazon Pay Account eröffnen wollen. Und zwar, auch wenn ich jetzt bis jetzt schon über den Amazon Marketplace verkaufe, kann ich das nicht einfach, ich brauche ein extra Konto nochmal. Es ist also nicht so, dass ich sage, ich verkaufe ja schon über einen Amazon Marketplace, also ist ja irgendwo Amazon Pay kein Problem, das lasse ich freischalten, falsch. Ich muss also nochmal so einen Prüfungsprozess durchlaufen. Ach so. Ja. Amazon Pay will da einiges von mir wissen. Zum Beispiel erstmal wieder die ganze Identität wird überprüft. Wer bin ich? Wo sitzt mein Unternehmen? Also ich muss diese Unterlagen einfach bereithalten, dann, wenn ich so einen Online-Fragebogen ausfülle. Und was Amazon auch nochmal wissen will, ist die URL, also die genaue Webadresse meiner Datenschutzrichtlinie. Da muss das dann eben auch integriert werden und auch die URLs der Seiten, auf denen der Amazon Pay Button angezeigt werden soll. Okay. Also Amazon Pay möchte schon wissen, mit wem arbeite ich zusammen. Und wie werde ich dort auch präsentiert. Genau, und wie ist da auch das Shop-System, ist da auch alles ordentlich konfiguriert. Also das will Amazon Pay wissen. Bin ich dann freigeschaltet für den Dienst, dann wäre dann der nächste Schritt zu sagen, und jetzt integriere ich das in meinen Shop. Mhm. Also das ist jetzt bei Shopify, muss ich einfach ein paar Tasten drücken, und bei WooCommerce gibt es verschiedene Plugins. Also da muss ich mich informieren, was ist so die passende Lösung, damit es mit meinem Shop so zusammenarbeitet. Und dann habe ich es geschafft und kann sagen zu meinen Kunden, ihr müsst euch nicht neu einloggen, macht das über Amazon Pay. Feine Lösung. Ja, okay. Ja. Super Tipp. Ja. Wer übrigens das Ganze nachlesen möchte, Bernd Schmidt hat ein Buch geschrieben, E-Commerce, so geht's. Dieses Buch ist bei uns im Bildner Verlag erhältlich auf der Website. Schaut gerne mal nach. Da gibt es auch einen Button. Über diesen Button könnt ihr euch 2 Kapitel kostenlos herunterladen und einfach mal Probe lesen. Und übrigens, wer dieses Buch gewinnen möchte, kostenlos, einfach einen Kommentar unter einem unserer Videos hinterlassen. Dann nehmt ihr automatisch an unserer wöchentlichen Verlosung teil und ihr könnt euch ein Buch, wenn ihr Gewinner seid, ein Buch aus unserem umfangreichen Verlagsprogramm aussuchen. Ja, Björn, vielen Dank für die umfangreichen Informationen zum Thema Amazon Pay. Ich denke, das hat vieles gebracht unseren Zuschauern, und dann hoffen wir, dass ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge zum Thema E-Commerce für Einsteiger. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.